Knusper, Knusperhäuschen. Der Christoph knuspert an deinem Häuschen. Ach, wirklich? An deiner Tomate. Was? Jetzt sind wir wieder die USK hochstellen. Ach, Alex, wo bist du? Oh, Alex, Alex, der Christoph knabbert an meiner Tomate. Musst du alles auspiepsen. Knabberst du oder lutzt du? Das kannst du auch mal auspiepsen. Ich hasse lutschen. Harte lutschen? mit den Knusperzähnen vorne? Wenn schon, dann leck ich. Ah. Jetzt lutsch ich. Der Sven. Der Christoph kann bestimmt gut mit der Zunge umgehen. Ja. Ja. Eieiei, Gerüchte. Hallo zurück, es ist 18 Uhr. Es ist 18 Uhr heute für die kleinen Kinder etwas später. Das Video kommt erst um 0 Uhr. Genau. Ich kann Kinder sogar. Das ist sein ein Christoph. Kirchenstil. Ein Kirchenspiel? Ein Kirchenstil. Ah. In den Mund nehmen. Und er kommt hinten und runterschlucken. Boah. Nein. Wahnsinn. Ich frage mich auch mal, wo die ganzen... Was machen DHL-Fahrer während der Fahrt? Kirschenstiele essen. Ja, aber nur die Stiele, nicht die Kirsche. Ich habe meinen ganzen Apfel gegessen. Oh. Mit Stiel und allem. Oh, hast du den in einem in den Mund bekommen? Und am Ende hat er gezählt, ob alle Kerne wieder rauskommen. Ja, da ist einer. Da nachher einen Apfelbaum einer. In ihm wächst. Ja. Das machen die Opas immer, oder? Die ganzen Äpfel essen. Aha, so, wir gehen jetzt mal zurück zum Spielgeschehen. Wir gehen in Corridas Hotelzimmer. Oh, das sieht aus. Und das ist Mario. Das ist Mario. Das sieht aus wie bei Sebastian zu Hause. Das sieht aus wie bei einer netten Frau im Auto. Herr Nick, wo sind wir hier? Wir sind in Herrn Corridas Zimmer, Pearls. Herr Corridas? Das Opfer. Oh. Das hier ist also auch der Tatort. Oh. Wer ist denn da? Ich liege noch hier. Sebastian versteckt sich hinten in dem Bärenkostüm. Hä? Was ist passiert? Ich hab hier gelegen und ermittelt. Der Entführer hat es wieder Kontakt zu Ihnen aufgenommen? Noch nicht. Das macht er wohl auch nicht, bis wir an Gardets Freispruch erwirkt haben. Gut, dann kann ich ja noch ein Bierchen trinken. Ist dem Jungen gut oder was ist es? Du hältst doch da durch. Ich möchte nur, dass es Maya gut geht. Junge? Hm. Maya. Uns bleibt immer viel Zeit, aber ich werde die Kräfte bei allen Kräften helfen. Das würden sie tun. Oh. Auch wenn wir uns den Tatort mal anschauen möchten? Naja, ich werde erstmal die Theke angucken. Nur dieses eine Mal. Besondere Umstände, stimmt doch, oder, Junge? Ich werde dir auch alles sagen, was du wissen musst, aber du musst es für die behalten. Es geht hier um einen Hals. Mein, um nicht einen Hals. Vielen Dank. Hälse. Was hat er da eigentlich am Ohr? Tja, das ist ein Bleistift, den er sich hinter das Ohr geklemmt hat. Ach so, okay. Hier ist die Übersichtskarte des Hotels. Bitte schön, junge Dame oder Herr, was auch immer. Wow, und die geben sie mir? Danke schön. Ja, du Brezelkind. Möchte ja nicht, dass du hier noch in den Irrgarten rumläufst und dich verläufst und ich hier noch suchen muss. Herr Nick, ich habe eine Karte. Großartig, Pearls. Back dir einen Kuchen. Mit Kirschen? Mit Brezeln? Mit Stielen. Aber Herr Nick, ich kann nicht lesen, was draufsteht. Da sind nur Bilder drauf. Karte des Hotels zur Gerichtsakte hinzugefügt. Wo ist denn hier die Theke? Ist Ihnen die Todesursache bekannt? Nun, eigentlich ist die abschließende Autopsiebericht noch nicht da, aber ein Blick auf den Tatort sollte es hier schon verraten, Junge oder Mädchen. Der Tatort? Muss ich dir eigentlich alles geben? Hier, nimm auch noch das Bild. Eieiei. Er hat gesoffen. In seiner Brust steckt ein Messer. Ja, das ist die Mordwaffe.
Wo ist denn dein Messer? Ja, ich. Ja. Das hier. Bild. Das ist ein Messer? Ja, für Farbe hatten die damals kein Geld. Und für Runde. Er wurde also erstochen. Und für 3D. Wofern werden die Finger im Labor abgedrückt, untersucht? Die Finger werden im Labor abgedrückt. Ich glaube, Sebastian hat doch irgendwie was drum, gar kein Messer. Auf dem Messer waren Fingerabdrücke? Was? Und es sieht so aus, als wären es Abdrücke von dieser Ongarde. Ongarde. Junge oder Mädchen. Das ist schlimm, richtig schlimm. Tatortfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Warum wurde Herr Ongarde verhaftet? Er war in der Nähe von der Kneipe. Weil wir Beweise gegen ihn hatten. Beweise? Spricht eigentlich eine Brezel mit mir. Sieht so aus, als hätte sich das Opfer Johann Corrida richtig zur Wehr gesetzt. Man sieht alles verwüstet. Ja, das verrät einem schon ein einziger Blick auf den Tatort. Überall gibt es Spuren von Kuscheltieren. Nun ja, während des Kampfes löste sich ein Knopf. Herr Angarde hat etwas von einem Knopf erwähnt. Sowas wie einer der Knöpfe des Mini-Ninja habe sich in seiner Hakuna Matata verfangen. Aber das ist doch nicht alles. Was? Es gibt einen Zeuge, Junge oder Mädchen. Einen Zeugen? Und wen? Diese gestörte Dame, Frau Oldbeck. Bitte, jeder, nur nicht die. Die Anklage hat reichlich. Achso, die Anklage hat reichlich Beweise, auf die sie stützen kann, oder ich. Allerdings war eine Sache am Tatort, die etwas seltsam war. Eine Sache war etwas seltsam. Und inwiefern? Das wusstest du ja schon. Musst du schon selbst rausfinden, Junge und Brezelmädchen. Okay, dann wollen wir es mal versuchen, Herr Nick. Los geht's. Ah, ich super. Ich geh jetzt erstmal zur Kneipe. Also, oh, hier geht's noch weiter. Untersuchen. Aber mal gucken hier. Könnt doch Perls hier lassen. Das ist ein Gitarrenkoffer, glaube ich. Etwas mitgenommen, aber noch brauchbar. Das ist seltsam. Die Gitarre ist nicht da. Vielleicht hat er vergessen, sie zur Show mitzubringen. Aber die mystische Maya. Sie hat doch gesagt, dass die grellrote Gitarre das Markenzeichen des Ninja war. Das stimmt. Hä? Der Gitarrenkoffer ist nass, aber nur oben auf dem Deckel. Ja, im Koffer ist kein Wasser. Das ist doch Wasser, oder? Gitarrenkoffer zur Gerichtsakte hinzugefügt. Mhm. Eieiei. Kosmetikflaschen liegen überall auf dem Boden verstreut. Hier hat Herr Corrida wohl mit dem Angreifer gekämpft. Woher kommt diese Glasscherbe? Das sind zwar mehrere, aber ich sehe nur eine. Von einer Blumenvase? Auf dem Boden liegen Blumen, aber ich weiß nicht welche. Sie kennen sich mit Blumen nicht so aus, oder, Herr Nick? Ja. Wofür ist das wichtig? Das ist ein schönes Glas und in dem Glas ist Tomatensaft. Tomatensaft. Den mag ich nicht so sehr. Bloody Mary. Auf dem Tisch dort drüben steht eine Flasche davon. Dort ist er wohl her. Aber ist das nicht komisch? Was ist denn komisch? Ich meine, alles andere ist auf dem Boden verteilt. Sie hat recht. Die Blumenvase ist zerbrochen und das Make-up ist überall verstreut. Warum ist dieses Glas der einzige Gegenstand, der nicht zu Bruch gegangen ist? Glas zur Gerichtsakte hinzugefügt. Es ist Blut. Ja, ich befürchte es auch schon. Keine Hinweise. An den Tagen des Mörders. Sieht aus, als hätte Herr Corrida gestern noch zu Abend gegessen.
Diese Flasche, das ist Tomatensaft. Wir haben gestern bei der Preisverleihung mächtig viel zu essen bekommen. Aber ob die Stars noch so einem kargen Mal auf die Bühne gegangen sind? Ah, ein Ghetto-Blaster. Kann man nicht anklicken. Keine Hinweise. War ich mit dem Teddybär? Auch keine Hinweise. Mit dem Teddybär mit den roten Augen? Hat gekifft? Auch nicht. Das ist also ein Bett, oder? Jupp, es ist sehr groß, aber es ist ein Bett. Ah, Janik, es ist so weiß. Ach, große Betten müssten für sie eine Seltenheit sein. Klar, sie kommt ja aus Karkmannshausen. Das ist dasselbe. Fernseher? Das ist also ein Bett. Ich habe zwar auf den Fernseher geklickt, aber ja, Pearls, wenn du meinst, es ist ein Bett. Hast du schon auf den Tellerberg geklickt? Habe ich. Mit dem Besteck drauf? Habe ich. Oh. Hm, hier ist so unordentlich. Pearls mag es richtig sauber und ordentlich, könnte man meinen. Aber hier gibt es einiges elektronisches Zeug, das ich noch nie gesehen habe. Was denn? Hey, Herr Nick, sagen Sie mir, was ist das alles? Okay, das ist eine Armbanduhr. Die trägt man am Handgelenk. Deswegen heißt sie auch Handgelenksuhr. Ich weiß, was eine Armbanduhr ist. Ups, einen Moment lang hatte ich vergessen, dass ich mit Pearls rede, nicht mit Maya. Das sind ja eine Menge Bären. Mit Weckern, Sammlerstücke, Teddys, Kunststoffbären. Das haut einen glatt um. Gibt es irgendeine Sorte Bär, die er nicht hat? Es sind sogar welche im Abfalleimer. Ja, ich habe das Gefühl, der Kerl mochte Bären nicht wirklich. Arme Teddys. Na? Er wollte wohl Saubär machen, Knurre. Aha. Mir reicht doch schon mein Traum vom letzten Fall. Bitte jetzt nichts Bäriges. Trauma? Meine ich doch. Was ist los, Herr Nick? Wo ist Winnie Pooh? In diesem Kühlschrank stehen alle möglichen Dinge. Ja, Christoph und Robin. Die Karottensaftflasche und die Tomatensaftflasche sind beide leer. Leer? Es macht wohl zu viele Umstände, sie wegzuwerfen. Das sind alles Gemüsesäfte. Es war wohl ein echter Gesundheitsapostel. Oh, da ist rote Beete, etwas Ketchup und auch ein Glas Erdbeermarmelade. Vielleicht war Rot seine Lieblingsfarbe? Hm, was ist das da drüber? Nichts. Was ist mit dem Koffer? Das ist ein Koffer. Da ist so viel Zeug drin, dass er sich kaum schließen lässt. Da sind seine Kleidung, ein Föhn, ein Elektrorasierer, ein Taschenrechner. Packen alles da so viel Zeug ein wie Herr Korridor? Tja, scheint so. Guti! Was ist denn mit der Notiz da auf dem Tisch? Ja, da wollte ich gerade hin. Humpf, das ist... Nee, das ist dasselbe. Hm. Ach nee, es war ja sonst keiner. Ein Satz. Ist das ein Geschenk vom Entführer? Während du sprichst, sendet und empfängt dir es Funkwellen. Muss ich das jetzt wirklich erklären? Wenn wir die orten könnten... Ja, wir könnten es verwenden, um den Schurken zu finden. Es verwendet Funkwellen, hä? Ich hab's. Ich besorge dir einen Funkempfänger, den du dir ausleihen kannst, Junge oder Brezelmädchen. Was wissen Sie darüber? Dazu kann ich dir nichts Besonderes sagen, Brezelfrau. Weißt du, Junge, wir haben zurzeit wir haben nicht viel Zeit. Warum zeigst du mir nicht etwas Wichtigeres?
wenn Frau Karma mich hier so sehen würde, würde sie zu ziemlich mit ihrer Peitsche rumknallen. Ich dachte, da kommt jetzt was von Christoph. Knallen. Ja, das war eigentlich, weißt du? Ja, ja, zu später Einsatz. Was können Sie mir über diesen Gitarrenkoffer sagen? Ach, der. Das habe ich jetzt nur auch gehört, Junge. Aber das ist Mias Markenzeichen. Der Gitarrenkoffer? Nein, nicht der. Wofür hältst du mich? Ich meine natürlich die Gitarre, die da drin ist. Aber die Gitarre ist weg. Ja, Brezelfrau. Wir haben auch nach ihr gesucht. Mädchen. Es ist nicht normal, dass jemand sein bekanntestes Stück zur Preisverleihung vergisst. Langsam scheint es, als würde die rote Gitarre doch eine Rolle in diesem Fall spielen. Zu diesem Glas. Ach, hast du das auch bemerkt? Der ganze Tatort war im Chaos, aber das Glas war der einzige unversehrte Gegenstand hier. Das ist Ihnen auch aufgefallen, Inspektor Gummischu? Nein, da war kein Alkohol drin. Eigentlich ist das Frau Karma zuerst aufgefallen. Ah ja, Pearls hat das auch von mir bemerkt. Hey, Moment mal. Heißt das, dass Frau von Karma hierher kommt? Ja, sie kommt. Mann, du wirst ziemlich Schwierigkeiten bekommen. Es wäre wohl das Beste, wenn du ihr aus dem Weg gehen würdest. Sobald ich sie sehe, lege ich einen 1000-Meter-Sprint hin. Da ruft sie schon. Was ist denn das für ein Piepen, Herr Nick? Das Geräusch habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Das Funkgerät. Das ist Frau von Karma. Frau von Karma. Hä? Ja, wenn dieses Piepen hört, taucht sie aus dem Nichts auf und peitscht hier wieder wild rum. Jetzt, wo Sie es erwähnen, das ist beim letzten Mal auch passiert. Tut mir leid, ich muss mich verdrücken. Ich gehe in die Bar. Bis später, Junge oder Rätsel. Aua. Tja, Alex. 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 Christoph hat die hohe Stimme. Christoph. Bist du? Christopher Robin. Hallo. Winnie der Puh-Bär. Winnie der Puh-Bär. Ja, Bären gibt's ja da genug. Bienen passt auf. Ich glaub, ich geh mir jetzt den hoch. Honig liebt er so sehr. Puh-Bär, Winnie der Puh-Bär. Haben wir's jetzt? Nein, noch nicht ganz. Was? Also, Christoph, wo ist denn der Christoph? Du kriegst dafür auch ein Topf mit Honig. Ja. Der Christopher Schwammrobin. Den schickst du mir dann hierher, ja? Ja, mit DHL. Oh. Fährt er sein eigenes Paket, fährt er dann aus. Das habe ich schon mal gemacht. Das will ich dir zutrauen. Sein eigenes Geschenk zum Geburtstag. Was ist drin? Dann hat sich selber eine Karte. Ich konnte sie nicht antreffen. Hat geklingelt, was ich in keiner aufgemacht. Das will ich dem auch noch zutrauen, ne? Hat Klingel macht keiner auf, so ein Mist. Und deine Brief, und so eine Benachrichtigungskarte, zack. Und dann beim Feierabend, geh nach Hause. Boah, die scheiß Nerven von der DHL wieder. Ich war doch. Na, das ist böse. Das ist Mobbing. Ich werde mal nur gebraucht. Das Mobbing-O-Meter schlägt wieder aus. Endlich hast du dein wahres Wesen auf dem Bart, Phoenix Wright. Ist es viel. Ist es zu viel verlangt, nur ein einziges Mal nett zu mir zu sein? Du ziehst also jämmerlichen Inspektoren. Was? Informationen aus der Nase, wo es geht. Ah, ich hätte weiter lesen sollen. Das ist äußerst unehrenhaft. Au! Hä? Lauf bloß nicht weg, du gammeliger Trenchcoat. Ich hätte nicht gedacht, dass die Inspektoren in diesem Land so jämmerlich sind.
Vor allem, man bedenke mal, ne, die ist gerade mal 18. Hör mal, ich hätte mit so einer Göre, ne? Hättest du noch kein Jurastudium fertig. Mhm. Inspektor, komm doch mal kurz her. Das sagst du, Sebastian. Juhu. Da steht nicht Juhu. Juhu. Jetzt geht es mir besser. Wenigstens warst du manns genug, deine Strafe abzuholen, du kleiner Schlingel. Sie hat ihre Berufswahl verfehlt. Er war so verängstigt, dass er auf der Stelle erstarrte. Phoenix White, jetzt bist du dran. Du hast meine perfekte Prozessbilanz befleckt. Das werde ich dir nie verzeihen. Dieses Mal ist der Sieg mein. Sieg mein! Oh, oh. Dir gehört der Sieg? Ist das alles, worum es dir bei allem geht? Sieg mein! Was? Mhm. Los, Gammelgesicht. Die Untersuchungsbesprechung beginnt gleich. Jawohl. Es ist noch nicht vorbei. Bei meiner Familienehre. Au. Bei meinem Hitler. Womit hat sie denn jetzt nach mir geworfen? Was ist denn das? Nun, das heißt, wo er sie jetzt wieder zurück aufs Revier kann, ne? Junge und Brezelmädchen. Sprech doch bitte ins Mikrofon. Junge und Brezelmädchen. Ja, und jetzt weiter. Wenn du etwas von mir brauchst, komm in die Kriminalabteilung, okay? Ich versuche auf dem Weg dann nicht in der Kneipe vorbeizugehen oder von Frau Karma aus dem Weg zu gehen. Ist klar. So, ach, Lada! Dim, dim, dim. Hier können wir das zeigen, was wir hier gefunden haben. Lada! Wissen Sie was? Nachts ist es kälter wie draußen. Wie oft hab ich dir das jetzt schon gesagt? Ich bin Journalistin. Durch meinen Kopf schießen so viele Infos, da kann es sein, dass ich was vergesse. Bitte regen Sie sich nicht so darüber auf. Ha! Ist mir egal, ob du mich anbettelst. Keine Gnade für Kids, das ist mein Motto, wenn es um neugierige Kinder geht. Gut, dass der Alex nicht da ist. Was ist denn mit den Bildern? Pikachu! Pikachu-Angriff! Tackle. Roffel. Nope. Bringt nix. Ich würde mal zu der, in der Lobby gehen. Oh. Erstmal zum Veilchensaal. Ah, hier passiert auch schon wieder was. Veilchensaal. Ah! Oh, Herr Wright, wie geht es Ihnen? Oh, Herr Povers, waren Sie die ganze Zeit über hier? Ja, Leute, die mir mit dem Mord in Verbindung stehen, dürfen das Haus nicht verlassen. Der hat jetzt gleich auch eine Blockade. Können Sie mir etwas mehr über die Sendung des Nickel-Samurai erzählen? Okay. Oh. Der Nickel-Samurai ist eine Action-Serie, die auf Kinder abzielt. Es ist eine Fortsetzung der Stil-Samurai. Ich verstehe. Diesmal geht es um drei Samurai-Brüder. Aluminium, Zing und... Aluminium-Samurai, Zinn-Samurai. Und natürlich Nickel-Samurai. Es ist ein Lieblingsdreieck in ein Neo-Old-Tokyo. Es ist ein Liebesdreieck in Neo-Old-Tokyo. Das ist auch ein... Ja, einen kleinen Bildschirm, ich war. Ich verstehe. Moment. Ein Liebes was? Ein Liebesdreieck. Das Mädchen Sayo arbeitet im Teeladen und alle drei verlieben sich in sie. Oh,
dann steht das Dreieck für die drei um das Mädchen streitenden Brüder? Sayo ist Wirklichkeit die Tochter des bösen Anführers des Erdbeer-Clans. Oh Gott. Klingt nach einer komischen Situation. Wie Romeo und Julia, nur mal drei. Oh ja. Diese Art von Liebesgeschichten kommen aber sehr seltsamerweise bei den Sekretären voll an. Ja, Pearl? Baba, was passiert dann? Ich will es wissen. Frau Sayo verliebt sich. Frau Sayo auch? Hä? Frau Sayo verliebt sich? Frau Sayo auch? Ich weiß nicht, was ich sage. Ich habe zu viel Erdbeeren im Kopf. Sie tut es, oder? Jeden Sonntag um 8 Uhr. Oh Mann! Ich höre noch diese Woche damit auf, die bunte Stunde für kleine Genies zu sehen. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich darüber nachdenkt. Also, wie ist die Mini-Ninja-Fernsehserie so? Eigentlich sollte sie nur... sollte es nur eine... Ein Remake eines alten Films werden. Der Mini-Ninja... Der Mini-Ninja ist wie die Kinder-Samurai-Sendung auf die Kinder ausgerichtet. Manchmal wird auch was dazu gedichtet. Ich flipp aus. Nein. In dieser Sendung wird Hasi abgeknallt. Hey! Au! Das geht doch gar nicht über Skype. Es ist die Geschichte eines... Hast du eine Ahnung, was man hier für Smiley senden kann? Jetzt les! Eines Ninja-Hasis, der als Ninja versagte Hasi aber ein großer Popstar wird. Ja, da ist auch Bambi. Jetzt gleich kommt dein LKW drüber und rasiert alles ab. Er war... Achso. Darf ich das lesen? Er war ein wirklich mieser Ninja-Hasi. Klappe. Hat diese Ninja-Zeugs einfach nicht hinbekommen. Mit seinen schlappi Ohren. Aber hallo, er konnte nicht gut singen. Mit dieser treu gerollten Gitarre eroberte er das Altertum im Sturm. Grellroten. Das ist doch egal. Ein Ninja mit einer roten Gitarre? Und dann der Endkampf vor den Augen seiner geliebten Prinzessin Misola. Minne gegen die fünf Muromachi. Doch dann am Abend vor dem dritten Kampf fängt sich unser Held eine Erkältung ein. Oh, das ist aber schade für ihn. Ja. Aber diese auf Popmusik basierende Liebesgeschichte kommt bei Schulmädchen an. Ja, Pearl? Und wie geht's weiter? Ich will es wissen. Das haben wir schon mal gehört. Mini, der Mini-Ninja. Wird er singen können? Was war aus der Prinzessin? Das ist ja fast so aufregend wie bei GZSZ. Jeden Sonntag um 8 Uhr. Oh Mann, welche Sendung soll ich nur gucken? Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich darüber nachdenkt. Komm, wie lange brauchst du, um ein 30-Minuten-Video hochzuladen? Nicht lange. Haben wir schon wieder so spät? Warum sagst du nix? Schnell, NRW über 18er, tschö. Adios. Und ciao. Hallo, tschüss.